Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Heute mal mit Ansage. Mit Ansage. auf Bitte eines Kollegen, den Noel Täuber, werde ich Overwatch aufnehmen. Und ja, mal, er wollte es unbedingt sehen, nachdem ich ihm das viermal erklärt habe und er immer noch nicht wusste, was es ist. Nehme ich es heute mal auf. Also, wir haben hier The Suspect. Der wurde reported, dass er hackt. Und ich werde jetzt mal sehen, also ich wurde jetzt auserwählt, das dies zu überprüfen, indem ich mir seine Dateien anschaue. Jetzt können wir sehen. Okay. Das waren gute Reflexe. Das war jetzt eher etwas. Naja. Schon was der für eine Ping hat. Es gibt dann natürlich Leute, die haben zum Beispiel, sagen wir, einen Warhack und probieren den diesen aber zu verschleiern. Damit man halt, wenn sich so einer wie ich ihn mir anschaut, was ist mit den Leuten los? Dass man den, dass Leute wie ich ihn halt nicht bemerken. Ja, das war ein sehr schöner Granatenkill. Er ist recht unruhig, der Typ. Also ich würde da viel ruhiger spielen. Was ist mit Cat los? Okay. Das ist immer so gemacht, die Namen und die Bilder wurden entfernt, damit man halt nicht nachverfolgen kann, wer das war, wen er gespielt hat und so. Also, das ist da als Schutz. Deshalb heißt er der Suspect, Argon und Flamingo, falls euch wundert. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Okay, da nehme ich dann immer an, wenn er stehen bleibt am Spawn, dass die Leute dann schreien, sich, wenn sie als Hacker bezeichnet werden, entweder verteidigen oder prahlen. Er hat eine KD von 6,5, also ganz normal. Was ich vielleicht gut finde, wäre, wenn man angezeigt wäre, in welcher Liga sie spielen, weil natürlich einer, der auf Level auf Master Guardian und sowas spielt, ist natürlich nicht so gut wie einer, der auf Silber spielt, logischerweise, aber die spielen ja auch komplett anders. Wenn man sich jetzt dann anschaut, boah, das Aim, und dann denkt man sich so, boah, Alter, ja, ich weiß jetzt zwar nicht, in welcher Liga das spielt, aber das ist schon sehr hoch. Dann könnte das auch ein Hacker sein, der auf Silber spielt. Da man das nicht nachverfolgen kann, ist das dann halt etwas doof, finde ich. Persönlich. Und manchmal finde ich es auch gut, wenn man sehen würde, wann derjenige, wenn es in dem Spiel passiert ist, von wem als Hacker bezeichnet wurde. Weil manchmal passiert das, oder manche tun es Leute nur aus Frust. Gesehen hat einer richtig scheiße gespielt, nur hat einmal eine gute Runde, wo er drei Leute mit einem Schuss, also mit sehr wenig, mit einer Salve halt gekillt hat. Und da ist er wahrscheinlich dann reported worden, hat den Rest des Spiels richtig scheiße gespielt und somit dann halt war er kein Hacker, aber sie haben ihn dann halt als einen eingegeben. Wenn man so Verbesserungsvorschläge, aber müssen ja ihre Gedanken gemacht haben.
Das kann bis zu 10 Minuten dauern. Dann fällt man sich da meistens runter. Die Voraussetzung, dass man da fährt, ist ein bestimmter Rang. Und ich glaube 150 gewonnene Wettkampfspiele. Irgendwie sowas da. Okay. Hier ist ein letzter Überlebender. Müsste eigentlich safe in der Situation. Aber er probiert es anscheinend. Okay. Okay. Was macht er denn? Und einer probiert den. Ah, einer kommt von hinten spawnen, der könnte irgendwann gefährlich werden, aber ist ja noch nicht. Right. Der war schnell weg. Throwing smoke. Schnell abchecken. Throwing flashback. Keine große Ganze. I'm throwing flashback. Laying down smoke. Laying down smoke. Throwing fire. Flashback. Okay. Deploying flashback. Grenade out. Alles im Rahmen des möglichen Normalen. Okay. Wird es dann schon mal lang. Wow. Also ich kann mir jetzt nicht sagen, der hat ein Ace gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit, ja, das war ein Ace mit der P, mit der PP Visa. Wow, das Grenade. Ist eine Grenade. Ich meine, auch Rohr wusste, dass der Typ da oben ist. Okay. Hat er ihn gehört? Sein Teammate ist ihn angemerkt. Und wie immer noch denkt, dass der da oben ist. Ah, er sieht ihn. Keine Verschiebung über B kurz. Geht jetzt in Apartments. Die anderen zwei warten noch auf A. Okay. Also wenn ich jetzt abgeben müsste, das Statement, ja. Würde ich sagen, unzureichende Beweise. Überall. Tja. Das ist Overwatch. Urteil abgeben. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare, was ihr findet, wann, was ihr sagen würdet. Ja, also, das war's. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.